Leider zählt der Spektralzombie nicht. Ich muss es riskieren. Komm schon, bitte roll noch einmal gut. Ah, ficken. Genau das hatte ich befürchtet. Okay, jetzt müssen wir irgendwie den Spektralzombie erledigen, weil der macht mir Angst mit seinem Rift-Scheiß. Kann sie die nicht mehr sehen. Da kann sie alle bis auf einen sehen. Ich hoffe, ich komme damit weit genug weg. 100% Trefferchance, das heißt, er ist auf jeden Fall tot. 93% Trefferchance ist nicht definitiv tot, aber er ist definitiv tot. Wie kannst du 93% verfehlen? Oh, Leute, ihr seid so kacke, ey. Okay, und das Dumme ist, wenn ich das jetzt mache, muss ich den Zombie nehmen. Wer kann ihn dann auf jeden Fall sehen? Ich meine, ich kann den noch weghauen vorher. Aber ich darf nicht mehr nachladen, das ist das Problem. Der ist tot und jetzt brauche ich unbedingt noch den Spektralzombie, weil der ist zu gefährlich. Und bei dem müsste ich auch 100%, na 94%, komm schon, wenn der jetzt verfehlt, dann weine ich. Sehr gut. Ah, oh, die kriegt trotzdem 4 Schaden. Okay, wir müssen die früher erledigen. Ich habe nicht viel von ihnen erwartet. Das war nicht cool. Ich hätte nicht gedacht, dass der explodiert, wirklich. Ich könnte eine Heilung angehen. Oh ja, sie hat nichts mehr. Oh ja, sie braucht die Heilung. Da, sorry, da kann ich nichts machen. Scheiße. Sie wäre mir hier gerade fast draufgegangen. Und sie darf niemals sterben, ey. Diese Einheit, wenn ich die verliere, dann lade ich neue Leute, weil das ist einfach, das, dann hat es keinen Sinn mehr. Die ist absolut notwendig in allem, was ich hier tue. Puh! Gute Nacht, Chiro, und schön, dass du es versucht hast. Okay, wieder 2 Kisten verloren, aber das ist mir relativ egal. Ich finde es ein bisschen assi, dass die so viel Scheiße sich einfach holen können, aber... Was soll's? Hoffentlich kommen die jetzt nicht an und können zuhauen. Das wäre jetzt echt wichtig. Ja, doch, der kann auf jeden Fall zuhauen. Bitte verfehle. Bitte verfehle. Yes! Okay. Puh. Ja, das ist mir egal. Da hätte ich nichts machen können. Die hätte ich mir niemals holen können. Ich meine, der ist 100%. Den hole ich mir. Da kann gar nichts schief gehen. Der oben links müsste auch so weit sein. 100%, 100%. Der ist tot. Weil Pistolenschüsse sind immer frei. Ich weiß nicht, warum die unendlich Munition der Pistole haben, aber ich bin gerne bereit, das zu akzeptieren. 94%, good. But not necessarily good enough. Das heißt, ich lade erst nach. Und dann nehmen wir den mit 94. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir müssen daran denken, wir dürfen keine Sprengladung verwenden, weil sonst geht es hier eklig ab. Den kannst du nicht töten, nicht mal beim besten Outcome. Das wird halt jetzt ziemlich eklig, wenn wir sie nicht töten können. Ne? Wir haben immer noch den Mega Master hier rumfliegen. Den wir erledigen müssen. Der muss weg. Der Bauer muss weg. Ach, ich hätte erst den anderen genommen. Ja, ist okay, gut, dass es geschafft hat. Denn er hätte erst dran gemusst. Denn er trifft auf jeden Fall. Das sind 100% Chancen hier. Und Kill. Oh, und dann schön noch mit den Krallen geschossen. 10er Crit reingeballert. Geil. Das ist richtig geil. Der könnte auch was werden, wenn wir nochmal critten. Natürlich, jetzt critten wir natürlich nicht, ne? Ist klar. Macht ja Sinn. 4 Kisten sind nur noch übrig. Ich glaube nicht, dass wir noch eine davon kriegen werden. Wow! Der Schuss war richtig mies. Der Schuss war richtig übelst mies. 93%, komm. Okay. Yeah, und Beförderung. Auch Sergeant. Oh Gott, wirklich? Er ist jetzt der Letzte? Ich finde es übrigens sehr assi, dass die Advent keine Einheiten dafür brauchen.
Aber wenn er der Letzte ist, dann kann ich mir auch den Schatten gönnen. Zeit für Konzentration. Meine Wache beginnt. On Overwatch. Ja, die haben wieder mehrere markiert. I don't care. Mir sind die Kisten so egal. Ich will nur noch jetzt ihn überleben. Und ich werde jetzt auch speichern, Leute. Wenn ich dürfte. Darf ich nicht speichern? So. Machen kein Iron Man hier. Ich darf speichern, wenn ich will. So. Lass mich nur alle in Ruhe. Wow, die Mission ist richtig krass. Denn ich will jetzt nur noch ihn erledigen und dann ist Ruhe. Gibt es noch irgendwo eine Kiste hier in meiner Nähe? Nicht wirklich, ne? Nee. Zu denen komme ich niemals. Nicht mal, wenn ich durchsprinten würde in der nächsten Runde. In dieser Runde. Ich muss ja in dieser Runde da hinkommen. Volk sagt, ich soll gehorchen. Dann höre du mal auf Volk, mein Freund, mein Mädel. Confirmed. Sie kommt nur dahin. Aber sie kann noch hier hin. Ich höre immer noch Verlorene, ne? Ich krieg halt einen Rappel hier. Ja, da werden einige müde sein nach dieser Mission, ey. Und ich kann es gut verstehen. Weil es will einfach nicht aufhören hier. Ja, ja, nehmt euch den Scheiß. Ist mir doch völlig egal, was ihr mit den Kisten macht. Oh, ja, ja, nur eine Stunde. Ne? Jetzt sind wir schon haben wir schon 3 Uhr. Ist egal. Die Mission ist jetzt einfach so geil. Ich will das jetzt durchziehen, Leute. Ich breche doch keine Mission ab. Außerdem haben wir hier alle eine Beförderung erhalten. Oh, jetzt macht er den. Ich hatte es befürchtet. Hoffentlich kann der nicht nah genug kommen, um jemanden zu verletzen. Wenn er sie nochmal verletzen kann, aber echt ein Problem. Ein richtig großes Problem. Knallt ihn sofort ab und tötet ihn bitte. Instant. Sehr gut, tot. Ah, okay, er hatte die Fähigkeit noch nicht gemacht, deswegen die Fähigkeit dann explodieren lassen. Ich bin ihnen dicht auf den Fersen. Ja, dann komm doch her. Geht mir voll auf den Zwirn, ey. Da ist er. Genau wie sie auserwählt wurden, Commander. Oh. Es ist unser beider Schicksal. Explosionen machen extra Schaden, das ist gut. Nein, das ist nicht gut, dann holen wir ja die Viecher wieder ran. Oh nein. Werden sie wieder ein Teil davon? Das ist der Hexer der Ältesten. Alle Berichte lassen darauf schließen, dass seine Psi-Fähigkeiten fast so gefährlich wie die ihren sind. Hä? Ich habe doch gar keine Psi-Fähigkeiten, Leute. Das ist doch überhaupt nicht passiert. Wo hat der denn Psi-Fähigkeiten? Also... der Commander. Sie könnte hier hingehen. Wenn ich jetzt wüsste, dass er ankommt, ne, dass er jetzt auf jeden Fall, weil wir ihn getriggert haben, praktisch hier hinkommen wird und nicht wieder irgendwelche Zombies beschwört, dann würde ich den einfach zurückziehen und warten, bis er hier ankommt. Und ich glaube, das werde ich jetzt auch einfach mal versuchen und gucken, was passiert. Ich werde jetzt alle noch ein bisschen enger zusammenpacken. Wahrscheinlich, damit er mich leichter erledigen kann, aber ist mir wurscht. Ich kann ihn hier leider nirgends sehen. Das ist ein bisschen kegge. Attention, j'arrive! Auf dem Weg. Sie könnte hier hin. Wenn ein Zombie kommt, ist es eh egal. Da kann sie leider nicht hin. Schade. Das wäre nämlich echt gut. Dann geh halt hier hin. Ich hoffe ja mal, er kommt nur mit Zombies und macht jetzt nicht irgendeine Psy-Scheiße. Nee, wer werde ich da nicht zusammensetzen? Das reicht so. Warte, du kannst vorher noch nachladen. Danach kannst du das machen. Du auch. Machsamkeit liegt mir im Blut.
Du bist gelaufen. Nee, du lädst nicht nach. Ich hoffe, er kommt jetzt in die Richtung. Oh, jetzt erscheint ein Schwarm. Willst du mich rollen? Oh mein Gott, schaut mal, was da alles ankommt. Ich weiß nicht, unbedingt zu Geralt wollen. Ja, ich glaube schon, dass sie alle zu Geralt wollen. Das sind alles Necker, ne? Das sind diese Nekrofresser. Die Aasfresser. Habe ich ihn gekillt? Ich habe gerade gar nicht hingeguckt. Ich habe auf den Chat geachtet, sorry. Ja, anscheinend irgendjemand... Zwei sind gestorben, gut. Ja, wäre auch zu schön, wenn ihr jetzt noch was machen dürftet. So muss niemand mehr sinnlos sterben. Erst nachladen. Krallen geschossen, gekillt, sehr gut. Versuchen wir es auch nochmal. Sehr gut. Wie erwartet. Das war da das letzte von dir. Du konntest gar nicht. Du kannst jetzt hier rein. Da kann sie nur einen sehen. Der ist auch nicht da. Da hat sie ein besseres Schussfeld und ich glaube, Schussfeld ist hier die bessere Variante. Okay. Auch wenn sie leider in einer relativ vulnerable Position jetzt steht. Ich hoffe, der sitzt. Ja, mach's Fenster kaputt, so dass es nicht zerbricht. Okay, und jetzt kann sie nämlich noch nachladen, das ist gut. Sie würde in der nächsten Runde eigentlich eh mit Granaten was machen, wenn der Typ nahe kommt. Aber der kommt ja nicht hier hin, der Penner, ne? So ein Drecksarsch. Das ist unglaublich. So ein dreckiger Penner. Du könntest noch woanders hin. Haben wir hier irgendwo... Ja, hier. Aber nichts, wo du wirklich safe wärst erstmal. Ach, du setzt die Runde aus. Ich meine, die Runde aussetzen wäre jetzt auch nicht so schlimm. Machen wir das. Denn dann kannst du... hier hin und bist zumindest mal nützlich. Na gut, du warst schon nützlich, weil du heilen konntest. Du kannst noch zwei sehen. 50% Entdeckungschance, 80% Trefferchance. Nee, brauche ich nicht. Ich lasse niemanden vorbei. Glaube ich nicht, dass ich es brauche. Schade, dass die Rinderfertigkeit erst viel später kommt, ja. Wo man sich Melee durchschnetzeln kann. Ich will mich gar nicht in Melee durchschnetzeln. Dann bin ich näher bei ihm und der Rest kommt nicht hinterher. Das sehe ich nicht ein. Aber ja, es wäre schon cool, wenn man sowas machen könnte. Warum kommt der Typ nicht näher? Hoffentlich ist mein Sniper jetzt in der Position, dass sie drauf ballern kann. Also, Shang-Chi. Warum schießt ihr auf denselben, ihr Vollidioten? Das, finde ich, sollte auch geändert werden. Die haben jetzt beide denselben... Ne, okay, die haben zwei Maschinen abgeknallt. Okay, sorry. Mein Fehler. Ihre Truppen werden sterben. Ja, das ist der Falsche. Zu den Ältesten zurückkehren. 100% Trefferschuss. Oh, da liegt ja sogar noch ein Dings, was ich mir holen kann. 100% Trefferschuss, aber kein 100% Kill. Ja, das bringt gar nichts. Damit würde ich sie töten. Damit kann ich auch keinen umbringen. Damit auch nicht. Das ist ja toll. Mensch, machst du super. Aber sie muss näher eigentlich. Denn sie ist noch... Sie ist noch versteckt. Versteckt sein ist nützlich. Ich könnte hier hin. Ich meine, dann kann sie nichts mehr machen. Aber in der nächsten Runde hoffentlich. Und hoffentlich steht da irgendwas, womit ich ihn sprengen kann. Das wäre nämlich echt gut. Ich probiere es einfach. Das ist ein langer Weg. Ich hätte vorher speichern sollen, damit ich es zur Not rückgängig machen kann. Wäre vielleicht doch gut gewesen, hätte ich es gesprengt. Haha.
Ja, wenn ich das jetzt sprenge. Okay, ah, nur mit dem Überlasten macht es noch mehr Schaden in die Richtung. Cool. Und 70. Ich habe wieder blitzschnelle Hände. Ja, das ist nur er, den sie treffen kann. Ich meine, das ist 100%. Ich hoffe mal, wir töten ihn auch. Boah, so ein Kack, ey. So eine gequälte Scheiße. Da kann er zwei treffen. Und die brauchen aber einen ganz schönen Umweg, damit sie zu ihm kommen. ...56% auf beide. Ah! Den trifft er doch nie! Aber der ist der Einzige, der eine Chance hat, irgendjemand anderen zu treffen. Wow! Okay, ich bin impressed. Color me impressed, my friend. Color me impressed. Dann kann er nämlich auch noch nachladen. Ich weiß nicht, wie ich näher rangehen soll, Leute. Das ist einfach scheiße gerade, die Situation. Die ist richtig, richtig scheiße. Ich komme nicht näher ran, um wirklich was zu tun. Zumindest nicht das, was ich gerne würde. Der wird auch nicht den töten. Er könnte sterben dadurch. Mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit. Ich könnte auch. Guck mal, ganz knapp, der dreckige Penner, ey. Ganz knapp. Es ist einfach nicht wahr. Der wäre wenigstens sicherer tot. Ja, man bekommt XP von den Viechern, Melly. Man bekommt XP. Man bekommt aber auf jeden Fall XP, weil ich bin schon aufgestiegen, als ich einen von denen getötet habe. Ich hätte vorher nachladen. Ich hätte vorher eh keinen Sinn gemacht. Scheiße. Hoffentlich können die hier nichts machen. Oh, er bewegt sich. Das ist neu. Er geht in Deckung. Schade. Was ist jetzt los? Oh ja, jetzt kann er Typen beschwören. Klar, natürlich kann er Typen beschwören. Cool. Ist ja nicht so, als wären das asoziale Skills oder sowas. Nee, der beschwört jetzt einfach jede Runde welche. Ist klasse. Und Geistbrand. Ja, guten Tag. Auf Sie. Ja, moin. Das kann nicht verfehlen. Mhm, geil. Super, super cool. Benommen auch noch. Ja, es macht Spaß. So eine Scheiße mit diesen Pennern, mal ganz ehrlich. Töte ihn, hau ihn um. Ja, du auch. Aber da läuft einer zu ihm, bitte hau ihn. Ja, das war der, der nur noch einen Lebenspunkt hatte, Chef. Wie wär's mit dem anderen, den er jetzt töten können? Hau ihn? Okay, wird eh keinen Schaden machen. Einer unserer Soldaten ist am Boden. Bringen Sie ihn wieder auf die Beine, schnell. Ja, bring ihn wieder auf die Beine, ey. Das heißt, ich muss meine Sniper-Troller da hinsetzen. 70%, dann soll ich besser nachladen. Ich könnte auch ihn dorthin rennen lassen und ihn abschnetzeln. Wäre vielleicht sogar gar nicht so übel. Aber dann kann er nicht... Dann kann sie nicht beleben. Gut, er auch nicht. Damit würde ich eine ganze Menge Leute dort fokussieren. Probieren wir es. Sehr gut. Mit Klingenmeister. Wunderschön. Das hat ja nochmal ein bisschen Bonus-Trefferchance gegeben. Das heißt, ich muss sie jetzt da runterholen. Damit sie wiederbeleben kann. Obwohl, warte mal. Oh, das war dumm, glaube ich. Hätte ich nicht... Nee, ich kann sie nicht damit stabilisieren. Das ist bescheuert. Aber ich kann ihn treffen mit 27%iger Chance. Okay, interesting. Wir dürfen die nicht verlieren, keinen von denen. Ja, sie ist jetzt noch desorientiert. Das ist auch wunderschön. Das heißt, sie kann nicht weg. Aber du musst weg. 9%. Ah, ist das nicht geil. Ja, das Spiel macht Spaß. Das Spiel ist super. Das ist super, Leute. Das ist richtig super.
Ja, zieh dich zurück, ist zu gefährlich. Jetzt würde das wahrscheinlich jede Runde machen, so eine Scheiße, ne? Jede Runde. Ich könnte sie in ihren Hilfsprotokoll geben. Und ich glaube, das mache ich auch. Du kannst auch auf die ballern. 45%ige Chance, dass du triffst. Hast mal hier eine Fernzündung? Ich sehe nicht... Ja, toll, bringt gar nichts. Super. Das ist die Tür. Nein, ich wollte das gar nicht. Nein! Deine Freunde stoßen bald zu. Bitte nicht, bitte nicht. Oh, gut. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich laufen. Ich wollte hier noch weiter rein, damit ich bessere Trefferchancen habe. Denn hier habe ich ihn nämlich am Sack. Oh, das klingt ein bisschen falsch. Aber dann mache ich mindestens 2 Schaden bei ihm. Das ist nicht viel, aber etwas. Und genau das ist, was ich brauche, glaube ich. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir ihn irgendwie noch decken können. Also sie decken können, meine ich. Wir könnten eine Blendgranate reinwerfen, damit er seinen Mist nicht mehr machen kann. Oh, und ich komme nicht weit genug, ne? Da kriege ich natürlich wieder einen Rappel, ey. Oh, die ist aber auch ganz schön groß geworden, der Radius. Guck mal, ich komme nicht weit genug. Es funktioniert nicht. Er wird geschützt. Er wird geschützt. Wenn er nicht da in dem Feld steht, dann wird er geschützt. Da war was. Da war ein kleiner Spot, der ihn doch noch treffen könnte, glaube ich. Nee, das sah nur so aus. Kacke! Und du hast deine Freundin nicht dabei, das heißt... Wieso hast du eigentlich keine Aktion mehr? Du hättest doch wieder eine zurück... Ach nee, nicht mit Nahkampf. Ah, scheiße, nicht mit Nahkampf. Sonst noch irgendjemand da? Nee. 30% hat nicht wirklich einen Sinn, finde ich. 30% hat nicht wirklich einen Sinn. Ich versuche einen Feuerschutz zu geben. Und hoffe, dass das besser klappt. Aber du wirst den noch machen müssen. 45% ist leider auch nicht genug, obwohl du ihn töten könntest. Du kannst echt nichts machen? Nee, es sind echt nur die beiden. Es ist so dreckig, weißt du? Er ist anfällig gegen Explosionen und natürlich nichts da, wo man ihn explodieren lassen könnte. Den dämlichen Drecksack. Gut gedeckt. Oh, schön Crit. Nice. Der Crit war großartig. Oh, cool. Und immer noch nicht aufgedeckt. Das heißt, er hat uns nicht entdeckt. Nice. Halb tot. Das heißt, die können aber auch nicht auf uns feuern. Er hat Feuerschutz gegeben, das ist okay. Er versucht abzuhauen. Schweinebär, ey. Dreckiger. Guck mal die feige Ratte, ey. Guck die feige Ratte an. Und nein, Gedankenkontrolle. Und auf die falsche. Das ist die einzige Person, die er nicht haben dürfte. Sie hat die Flashbang. Sie ist die einzige, die das verhindern kann, dass er hier Amok läuft. Kacke. Scheiße. Scheibenkleister, ey. Sie ist die einzige, die das wieder weghauen könnte. Ich meine, zum Glück ist sie ein Sniper und auf Nahentfernung nicht wirklich gut. Nee, du schießt nicht auf unseren Mann. Das kannst du vergessen, Mädchen. Du bist natürlich immer noch desorientiert, was es total super macht, das Spiel. Sie wird hier einfach reinrennen können und kann uns abmetzeln. Deswegen... Sie wird uns hier überall kriegen können. Und wenn ich jetzt in Feuerschutz gehe, ist das auch, hinüber. Aber da könnte ich den Typen noch treffen. Das heißt, Feuerschutz ist gerade keine Option, weil wenn sie sich bewegt... hallo, ich hatte aber gerade noch die Möglichkeit, ja genau, den da abzuballern. Ich bin nicht genervt. Nee, ich bin wirklich nicht genervt. Das ist einfach nur gerade extremer Stress, weil diese ganze Scheiße jetzt wieder dazu kommt. Warum auch immer sie jetzt ausgewählt werden musste dafür. Für diese fucking Gedankenkontrolle, wo ich nichts gegen machen kann, weil er da hinten steht. Und sie hat die Flashbang. Der kann unendlich lange jetzt die Gedankenkontrolle aufrechterhalten, weil ich nichts gegen ihn tun kann. Ich hasse das an diesem Spiel. Du kannst wirklich nichts mehr machen. Oder ich wüsste zumindest nicht, dass man noch was machen kann. 9% kannst du auch vergessen.
Ich weiß nicht wohin, Leute. Ich weiß nicht wohin mit ihr. Egal, wo ich sie jetzt hinbuxiere, sie ist immer in Gefahr. Immer. Selbst hier oben mit Höhenbonus. Aber mit Höhenbonus könnte er zumindest getroffen werden, vielleicht. Wirklich gute Chance hat sie auch nicht, aber besser als gar nichts. Ach, er hat Feuerschutz, natürlich. I hate my life. Ein dreckiger Penner, der du bist, ey. Jetzt kann sie sie nämlich töten. Ganz einfach sogar. Sehr einfach sogar kann sie sie töten. Oh, Leute, ey. Das hat einen schlechten Turnaround gemacht gerade. Und ihn kann ich nicht kriegen, weil er einen Millimeter zu weit entfernt ist. Das heißt, ich kann ihn auch nicht mal abmessern, ey. Oder soll ich mal versuchen, ihn abzumessern. Hier wäre ich gut geschützt gegen alles. Dich haben wir noch zur Verfügung. Und ich glaube, ein einfacher Schuss, ein einfacher Treffer wird nichts ändern daran. Ich kann daran nichts ändern gerade. Da würde sie auf jeden Fall aufgedeckt und das will ich auch nicht. Ich komme halt auch nicht dahin, ihn zu flankieren und vielleicht aus der Fassung zu bringen darüber. Hier hätte ich ihn in der Flankierung, aber ich könnte nichts mehr machen diese Runde. Und ich weiß halt nicht, was er nächste Runde macht. Ich könnte doch versuchen, ihn abzuballern. Habe aber 80% Chance, entdeckt zu werden. Wahrscheinlich, weil ich mich nicht bewegt habe. Das heißt, das werde ich nicht tun. Kann ich dich in eine Position bringen? Ich meine, wenn er das hier in die Luft jagt, haben wir auch ein Problem. Dann war es das auch. Kann ich dich von hier noch erwischen? Ja. Ich glaube, das ist das Beste, was ich tun kann. Mich hier hinstellen. Ich muss meine Soldatin ignorieren. Ich werde Nadinchen nicht opfern. Auf gar keinen Fall. Sie ist eine der... Sie ist die ranghöchste Offizierin und wir brauchen sie. Wir brauchen sie unbedingt, weil sonst... Das wäre ja auch zu schön gewesen, wenn ich mal treffe bei sowas. Wir brauchen sie unbedingt, weil wir damit die Truppgröße auf 6 erhöhen könnten. Und hier werde ich jetzt einen dummen Move machen, aber ich muss ihn machen. Ich darf nicht riskieren, entdeckt zu werden. Und so habe ich ihn zumindest jetzt unter Zugzwang. Auch wenn er es noch nicht weiß. Bitte triff nicht. Das war lucky. Wenn Nadinchen jetzt noch nicht trifft, egal auf wen sie feuert, bin ich glücklich. Und wenn er nicht irgendwas macht, was mir auf den Sack geht. Oh, es geht mir auf den Sack, jetzt schon. Gegen wen? Oh, I hate this bastard. Was soll denn der Scheiß, ey? Und was macht sie? Gegen ihn, hä? Ja, keine Chance. Ich kann dir nicht entkommen. Das ist jetzt ein War of Attrition und ich werde verlieren. Ja! Ja, genau! Und der Schwarm erscheint. Guten Morgen. Jetzt ist vorbei. Ja, die einzige Möglichkeit, die es noch gibt, ist eine Flashbang. Oder in irgendeiner anderen Weise ihn benommen oder sowas machen. Nur wenn er keine Fähigkeit mehr einsetzen kann, wird auch der Bann gebrochen. Also diese Gedankenkontrolle. Oder auch über... Es kann sein, dass es über Zeit... Dass ich eine Würfelchance praktisch habe oder sowas. Ja, dass der Schwarm jetzt kommt, das ist jetzt mein Todesurteil, fürchte ich. Ich weiß nicht, wo du hin kannst, damit du geschützt bist vor allem. Nee, du, der ist tot. Der ist tot. Und irgendwie werden die den kriegen. So oder so. Ich brauche nur noch einen Treffer bekommen und das war's. Mit ihm hier. Ich glaube, ich werde das nochmal laden, Leute, weil das geht mir auf den Sack. Das ist einfach nur bescheuert. Das ist einfach nur ultra mega bescheuert. Die Typen sind zu overpowered, ganz ehrlich. Vor allem in der Mission, wo überall Verlorene sind. Es muss doch nicht sein, sowas. Es muss doch einfach nicht sein. Ich muss es jetzt riskieren. Ich meine, die 99% sind ja... Oh Gott, sind das viele. Ey, du willst mich doch verarschen, Mann. Wenn du den verfehlst, ne? Dann war es aber das mit uns Zweien. 77% schaffe ich nicht. 79% schaffe ich auch nicht. Ich könnte sogar ihn beschädigen. Das ist das Dumme. Jetzt muss ich wieder meine scheiß Aufmerksamkeit auf diese dämlichen
dämlichen Verlorenen richten. Und er ist jetzt auch desorientiert. Jetzt habe ich schon zwei, die desorientiert sind. Und das kann er jede Runde machen, wenn er Bock hat. Jede Runde. Sind Sie hier, um Ihren gefangenen Freund zu befreien? Wie viele Leben? Okay, ich hatte gedacht, jetzt wird die Runde beendet. Halt die Schnauze. Blöder Penner, ey. Und wahrscheinlich wird noch einer, wenn er abhaut, gefangen genommen. Ganz bestimmt wird hier noch einer gefangen genommen, wenn wir die Mission schaffen. Und ich muss jeden ausschalten, Leute. Das heißt, er muss abhauen vorher, sonst wird das hier nichts mehr. 56%. Habt ihr doch nicht alle, ey. Das ist so idiotisch. Das ist manchmal echt so idiotisch, das Spiel. Ich bin auch nicht angepisst oder sowas. Es ist wirklich absolut in Ordnung, was hier abgeht, aber... Ich wünschte nur, er hätte nicht die Truller genommen, die fucking Flashbang hatte. Ich hatte nämlich das vor, ihn im nächsten Zug zu Flashbangen. Im nächsten Moment sollte er die Flashbang abbekommen. Direkt im nächsten Moment. Ist dumm, sie da stehen zu lassen, aber was soll ich tun? Ich kann nichts anderes machen. Ich muss sie da stehen lassen. Target disabled.